Also bei mir hat es gestern teilweise 30 Sekunden oder so gedauert. Boah, ich lasse es jetzt einmal laufen. Das ist ein guter Punkt, dann lösche ich mal kurz die ganzen Live-Dinger, die noch drin sind, glaube ich. Warte, immer noch. War noch nicht da. Jetzt doch, ist jetzt. Da. 22 Sekunden hat es jetzt gedauert, bis der Stream live ist. Also irgendwie keine Ahnung, was da los ist. YouTube hat wieder Macken. Ja, so, guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Gustaforia, hallo NoSkin, hallo Yoshi. So, jetzt starte ich über meinen Chat nochmal neu. Hallo General Pommes. Pommes. German Rebel. So, muss noch kurz was machen. So. Immer soweit. So, hallo. Hallo Marcel, hallo Tobias, hallo Ultradad, hallo Bayai, hallo Jan. Oh, das, dann versuche ich das. Hallo Armin, hallo deine Buddha. Hallo LAPD. Nur kein Druck, Jan. So, dann starten wir mal. Hatte ich Seras schon gesagt, Leute, hier stürmt's heute wie Sau und ich habe den ganzen Tag auch schon ein bisschen Internetprobleme, seitdem ich zu Hause bin. Deswegen gucken wir mal, was passiert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hallo Nico, hallo der Alte, hallo Admiral Blasco. Dieses komische Internet. So, wir starten. Dankeschön, Bahachi. Starten einfach mal. Die gute Deck, vielleicht. Ich bin jetzt offiziell durch mit Deutsch. Sehr gut. Nee, dauert noch. Hallo Starkiller. Nee, also das wird mir noch eine Weile dauern. Der TAM2C fehlt mir noch, 2A7V fehlt mir noch und die zwei letzten Flakpanzer fehlen mir noch. Hallo Alex. Das dauert alles noch eine Weile, aber ich auf die Flakpanzer habe ich eh keinen Bock. Deswegen, wenn ich den 2A7V habe, dann bin ich für mich offiziell durch. Was für eine beschissene Map-Aufteilung. Ich würde sagen, wir fahren wirklich komplett rüber zu 1-2. Okay. Versuchen dann da unser Glück. Können wir machen, aber dann würde ich sagen, bleiben wir hier in den Ritzen drin. Ja, klar. Da hat sich irgendjemand reingeklickt. Bei der ersten Runde versuchen sie es gar nicht. Ich weiß auch nicht, was heute der Stream-Delay ist, Leute. Der Stream hat über 30 Sekunden oder fast 30 Sekunden gedauert, bis er gestartet ist. Also ich glaube, das können wir uns heute mit dem Klickzug komplett abschminken. Schauen wir mal. Hallo, das Skill-Issue. Nein, Yoshi, ich habe auch keins für den alten Pillows. Was? Was? Anscheinend gibt es zwei neue Buddy-Pillows. Ach so, für War Thunder. Ja, nee, ich habe nicht mal eins. Nee, in echt die neuen. Die zwei neuen. Ja, deswegen war ich gerade so verwirrt. Und ich habe einen Frosch im Hals, Leute, deswegen, wenn ich zwischendurch mich räusper und hüstel, hab's ja gelitten. Yoshi, das darfst du nicht zu laut sagen. Was? Es gibt zwei neue Premium-Pakete. Oh. Und einen italienischen Centauro mit einer 120er und einen Panzerbataillon 123 bei Schweden quasi. Okay. Also ein 2A4 Premium. Toll. Hallo Faltier. Ja. Da klingeln die Kassen doch mal wieder. Ja. So, sollen wir langsam mal gucken. Ich hab Frame-Einbrüche gerade. Ja, du auch? Okay, gut, dann bin ich beruhigt, dann liegt's nicht an mir. Zuppelt immer mal wieder. Ja. Also 50 oder so runter. Dann erholt sich's wieder kurz. Bin mal gespannt, ob wir irgendwas hier draußen treffen. So, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Und loon's mal ein bisschen in die. Also so unfassbar offen, wie ich hier lang gefahren bin und keiner hat mich beschossen, glaube ich nicht, dass hier irgendjemand ist.
Sieht jetzt auch nicht so aus. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen in die Fresse. Possible. Okay, eben habe ich gedacht. Ich fahre jetzt mal über den Punkt hier Richtung deren Spawn von hinten ran. So, hallo Fanfahrer. Faulty hatte schon gegrüßt. Hallo, wenn ich. Hallo Fanfahrer, hallo Grimjoel, hallo Yannick, hallo Gaming Go. Yoshi, ich habe nicht von mir gesprochen. Nö, Admiral Blasco, der bringt mir ja nichts. Ich kaufe mir nur Fahrzeuge, die mir irgendwie was bringen. Okay, Fanfahrer, dann ich hoffe, ihr hattet gut Putz. 3 Stunden. Naja, gut. Das ist unangenehm. Also irgendwie, warte mal, kann man da hoch? Das wäre mega ulkig. Auf nice. Auf den Panzer, ja. Auf das Fragmodell. Ja. Scheiße. Was ein Schwachsinn, aber ja, es geht. Hallo Fabian. Hi. Da ist einer. Wo? Scheiße, der war tot, vergiss es. Kacke, jetzt habe ich da einen Schuss drauf verschwendet und jetzt im schlimmsten Fall. Da ist aber einer. Hier. Au, ich werd beschossen. Somewhere from there. Scheiße! Ah, okay. Ja, das war ein richtig schlechter Schuss gerade. Mein Panzer wurde leider von einem K-52 zersiebt. Nicht gemerkt, schade, weil die Position ist ganz lustig, auch wenn es absoluter Schwachsinn ist, dass ich auf dem Flugzeug stehen kann. Komm, jetzt zeig dich doch bitte nochmal. Ich will zumindest noch kurz einen wegräudigen. Nice. Wir würden treffen. Ja, habe ich auch gemerkt. Das hört sich nach einer Rakete an. Okay, ja, aber der K-52 ist Toast. Das ist ja gut. Hier hinten fährt die Flak rum. Komm, wo kommst du raus? Ich kann mich gerade leider nicht bewegen. Das ist komisch. Der VT ist aber ein russisches Fahrzeug, ne? Was erwartest du? Hallo Replay One, hallo Paul. Und hallo Elon. Elon Musk. Ach komm, wo ist denn jetzt diese blöde Flak? Warum kommt die denn nicht hinter diesem blöden Haus hier raus? Ich habe jetzt keinen Bock, die zu suchen. Na gut, dann mache ich's halt. Lass dich doch nicht baiten. Ach, fuck! Hab ich aber. Yes, but why? Es kann. Weiß doch, was dann passiert. Nicht so wirklich, Admiral Blasco. Also ich fand den M51 ganz schön doof. Auch wenn ich Kills gemacht habe, aber. Ja, ich bin auch froh, wenn ich da durch bin. Ich meine, ich bin ja schon froh, dass ich einen AMX habe, dass ich den M51 nicht spielen muss. Hier steht der Dude. Oh, ich habe eine Pulse Rifle. Ja, da fahre ich ja auch gerade hin. Alter, sorry, aber wie die Schaufel mit Ecken interagiert, ist absoluter Bullshit beim PSO. Ja, aber generell mit den Schaufeln habe ich so das Gefühl, hatte ich nämlich letztens auch so ein paar Situationen. So, du Sackgesicht, du bist jetzt sowas vom Arsch. Nein! Der hat auf mich geschossen. Du bist kacke. Alter, wie weit der Spawnbereich geht, das ist ja wohl ein Witz. Ach, hier steht ein T90, toll. Oh, ich hasse diese Map und diese Aufteilung ganz besonders dolle. Hallo Sonntornado, hallo Nils. Also, die erste Runde können wir gerade nochmal wiederholen, ey. Okay. LOL! Alter, ich habe gerade den Objekt 292 mit der HE gekillt. Na gut, aber. Läuft. Wundert mich jetzt nicht, aber wo? Ich habe einfach blind drauf gefeuert über den Hügel und der ist gestorben. Ich weiß es nicht. Okay. Ich wollte eigentlich mit der HE die Flak killen, aber die ist schon tot. Ja.
Ja, um die Frage von BVM von auch unserer Seite zu beantworten, ist ein sehr guter Panzer. Wahrscheinlich für mich der beste russische. Spaßen schon wieder mit Flugzeugen, glaube ich. Ja, wirkt so. Ja, das war LOL! unser. Lol, was? Wo steht hier? Hä? Achso, nee, das meinte ich nicht, aber ich hatte gerade auch meinen Schaufelmoment. Ja, das ist zum Kotzen, wenn du einfach anhältst. Wieso rippt deine 200-Euro-Sonnentornado? Hallo Captain America. Admiral Blasko, du fragst wieder doofe Fragen. Wo soll ich denn wissen, was Roy Boom gesagt hat? Es ist mir doch Latte, was der sagt. Ich habe das gestern schon bei Seras gesagt. Ich gucke keine War Thunder YouTube. Es ist wie früher. Ich habe früher fast 20 Jahre Handball gespielt. Ich habe vielleicht in meiner ganzen Zeit fünf Handballspiele im Fernsehen geguckt. Wenn ich selbst was spiele, gucke ich es nicht. Alter, der hat mich aber. Also, der Leclerc spielt nicht ganz sauber, glaube ich. Er hat ziemlich präzise Schieß Der, ich geschossen. habe ihn angeschossen, er guckt mich sofort an. In einer Geschwindigkeit mit einer Akkuratesse. Er hat was an, glaube ich. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er was anhatte. Also, so dreht niemand den Turm. Genau. Nö, mich hat er auch wie so ein Terminator. Turmgerät, zack, Schuss Ja. tot. So, die Runde spielen wir jetzt nochmal. Es tut mir leid, Leute. Aber das hat mich jetzt gerade so angepisst. Mach ready. Jetzt schon in der ersten Runde. Ja. Das ist ja. Macht ein Premium-Account deutlichen Unterschied beim Farmen? Ja, 100%. Hallo Mika, hallo Jane Baerbaum. toll, du bringst mich eigentlich in die schönsten Orte, ne? Alter. Ah, G-Linie. Ja, G-Linie. So, ich fahre einfach mal quer, ihr macht das auch immer. Egal. Italienische Akkus. Der Jan, du siehst das falsch. Du musst Pulitzers Leid in dich aufnehmen und dich daran ergötzen. Ja. 2A7 nicht mehr, aber ich bin auf dem Weg. Da ist jemand schneller als ich. Ja, was Zufall, ne? Komisch. Dachte, Panzerung ist gewichtslos. Hallo, falscher Hase. Ich bin mal gespannt, ob sie mit dem nächsten Update noch weitere Spawnliner reinbringen oder ob sie das einfach auch wieder unter den Teppich kehren und nur den drei Panzern da übrig lassen. Ja, gut, kann schon passieren, aber. Ja, keine Ahnung. Weil der 2A6 müsste die ja auch kriegen. Stimmt. Das wäre schon was. Ich nehm, wie es kommt. Da vorne ist ein BVM. Nope, you won't, you won't. Sehe es nicht, ich sehe es nicht. Da kann ich mehr schießen. Gleiskette, kann ich mehr fahren. Nice. Wer macht ihn weg? Wer macht ihn weg? Ich brauche Reparatur. Reparier halt. Sonst bin ich 33 Sekunden hier. Jetzt Ich drehst werde du dich um und wirst erschossen. natürlich werde ich jetzt erschossen. 3, 2, 1. Nee, doch nicht. J. Chris ist da, aber er kann nicht mitspielen. Ja, Tim, das mache ich doch gerne. Zwar zu ihrem Leid, aber so ist es halt, ne? Danke dir. Hallo Tim. Guten Abend, Tim.
Batsch, Paul, jetzt muss ich an das. den. Ja, nee, sag. Jetzt muss ich an den, was ist das? Schwede? Holländer? Ich bin mir nicht ganz sicher, der 1 Kilogramm Feder und 1 Kilogramm Blei oder Eisen hier gegenseitig abwiegt, um sie ja fest überzeugen, dass das Federn leichter sind. Paul, wissen wir heute nicht. Sowohl Seres als auch ich haben die letzten Tage Probleme mit dem Stream. Wir wissen nicht so wirklich, wie hoch der Stream-Delay ist. Normalerweise 3 Sekunden oder 5 Sekunden, aber momentan. Gestern bei mir waren es was, 8 bis 10 Sekunden? Genau, 8 bis 10. Ich vermute, dass es heute bei mir ähnlich aussieht. Wir wissen es nicht. Hallo Yannick. Hallo Gamer King. So, und jetzt konzentriere ich mich wieder aufs Match, sonst geht das Besser ist schief. es. Steve Jet. Okay, interessiert uns aber nicht wirklich. Da ist ein Panzer gespawnt gerade. Wo? In die I Richtung. see. Oh, okay. Ich habe Teamwork bekommen. Worth it. Hier ist auch einer. Was? Da, nein. Hier. Ach, egal. Kann nicht mehr schießen. Okay. Ich kann den nicht markieren. Da sind so Er viele ist Zäune tot. dazwischen. Ich Nein, ist glaube, er der ist nicht. Ist er tot. nicht. Ist er Nein. nicht. Ist er nicht. Ist er nicht. Steht hier. I see. Der kann nicht mehr fahren, hast du gesagt? Nee, nee. Er kann nicht mehr schießen. Mich wird beschossen. Von Und wo? hier. Nein, Alter, diese Drecksdinger. Ich sehe es, ja. Ich hasse Zäune. Engine Mission Radiator Fuel Tank. Bitte. Ich muss hinter das Haus. Ich kann nicht mehr schießen. Ja, ich brenne jetzt aus, glaube ich. Und ich glaube, der legt mich auch schneller nach als ich. Ja, fuck you, ey. Russen, ich hasse sie. So, ich parke hier mal kurz ein. Das ist Mika, gelb. klar mag ich die. So. Hallo LS Zocker. Hallo Mika. Ist der Schutzwagen 122 plus besser als der BVM? Vermutlich. Ist aber weniger YOLO. Oh Mann. So. Gucken wir mal, ob der Dude noch da ist. Ich vermute ja. Nee, das. Ich vermute, das war der, den ich vorhin angeschossen hatte. Oder von wo kam das jetzt? Das kam von hinten. Fuck. Steht hinter mir. Also stand hinter uns, wo wir hergekommen sind. Komm, ich gehe mit der Tornado rein. Das wird Die haben eine super. Panzer. Mir egal, ich gehe trotzdem mit der Tornado rein. Okay. Moment mal, was war das für ein Überschallknall? Haben wir hier einen Airspawn-Camper? Wir hatten eine F-16, die gerade Leute weggebombt Ah hat und ne, die hat unter sich in den uns. Boden gebombt. Unter mir ist die Gripen. Ach, unsere, okay. Ich Also bin ich werde nur. von der Panzer getrackt. Sehr gut, dann bin ich. Ja, sie Dann. beschießt mich auch. Alter, die Grippen hört sich so strange an. Alter, Panzer, wirklich. Und alle Flares sind alle. Überhaupt kein Ziel. Ich habe eine Panzer. Hol sie dir. Nee, ich bomb jetzt erstmal gerade einen Panzer weg. Ach, ein Oh. Treffer. Okay. War es ein Russe? Nee, Ami. Lag jetzt nicht so weit weg, würde ich jetzt mal behaupten. Bremslappen. Bremslappen. Scheiße. Okay, der ist tot. Ein Überschallcone hätte mich gerade beinahe gekillt, ey. Ich sehe einfach nichts. Aber ich fliege halt auch echt tief. Bremsklappen! Bremsklappen rein! Nicht hochfliegen jetzt! Ja, danke.
Ich muss gerade echt Kreise fliegen, damit ich einen ordentlichen Anflug Wir haben kriege. ganz viele Flieger am Himmel. Ja, das habe ich gerade schon fast zu spüren bekommen. Komm, bitte. Kritischer Treffer, ey. Wie nah soll ich denn die Dinger noch dran legen? Ja. Naja. Nein, ach komm, ich habe die F-16 getroffen und die. Was, was, was? Rakete? Hallo Simukraft, hallo Admiral Thrawn. Hallo Edowinch. Hallo Black Widow, hallo Käsekuchen. Ob ich mich auf die deutsche F-35 freue? In welchem Sinne mich darauf freuen? Die Bundeswehr sie kriegt oder dass sie in 20 Jahren in War Thunder kommen? Ja, das ist genau. Ich habe gerade eine Rakete von irgendwas von der Seite gefressen. Irgendwo ist von da drüben. Ah, es ist ein BVM, der steht neben unserem Spawn, ist ja toll. Ja, ich bin raus, also gut, deutsches Halt hier für heute. Haken dran. Oh, nee, irgendwas ist gestorben, aber ich darf nur mit dem Alter, der G-Part Typ rein, also. in seiner Jagdwegen oder wegen, nee, Grippen ist es. Der killt mir alles weg, was ich nur angucke. So, ich Das bin ist ein jetzt. Flugzeug oder ein Bodenziel? Boah, kann jemand diese Panzer hier bitte killen? Der trackt mich jetzt seit 5 Minuten gefühlt. Ich habe die ja gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich wurde auch nicht von ihr beschossen. ADS? ADS? Was ist ADS? Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja, Alter. Ist das nicht die Tornado? Ja. Glaub schon. Los, gehen in den Infall mit der Kanone. Haha, Entschuldigung. Ich wäre der Franzose, würde ich's tun. Ich sehe hier halt echt nichts. Was fliegen deine Raketen da? Abrams. Alter, was sind Bogen, die Dinger fliegen, ey? Wahrscheinlich erwischen sie gleich noch die Grippen. Ja. Ich wette, der holt ihn jetzt vorher. Natürlich holt der. Alter, so ein Wichskrüppel, ey. Aber auch meine drei Haha. Raketen haben ihn getroffen. Hit, hit, hit. Boah, ich schwör, was schießt denn in meine Raketen auf mich die ganze Zeit? Ich sehe keine kommen. Ich höre sie nur. Mhm. Also wird es wahrscheinlich eine Es wird eine Panzer Maus gehalten sein. sein. Ja, die fliegen ja eigentlich langsam. Da ist ein Heli übrigens da hinten. Du guckst genau drauf. Upp, Rakete ist raus. Alter, und der Heli ist tot. Wer hat ihn sich geholt? Hatten der jetzt? 3 Airkills. Könnte aber auch die andere Grippe gewesen sein. Also es sind 2 an Himmel. Ach, ich bin überlegen, ob ich nochmal im Gepard reingehe. Ach komm, ich habe Nee, jetzt. das lohnt sich nicht. Nee, ist kein Sinn. Upsi. So, naja. Dann mal erstmal, wenn jetzt schon ein paar Leute da sind, ein Shoutout an meine lieben Generäle. Vielen Dank für eure Unterstützung an Herr Jetzt bin ich Sabine, auch mal gespannt. bei Numa, Benjamin Wow. Killer, Willst du Admiral mich verarschen? Thrawn, Jan Schumacher, deine Mutter, Dorfschule, Sir Lancelot, Ron Lucas, Hawkey und Shinson. Ihr seid alle schon eine ganze Weile dabei. Das freut mich. Vielen Dank dafür. Nur ich sehe gerade, mein Stream ist gerade anscheinend tot. Kann das sein? Nö, bei mir läuft er. Bei mir habe ich einfach nur noch schwarzes Bild. Also Chat läuft noch, Stream läuft noch bei mir. Ja, nee, die Einblendung funktioniert nämlich auch heute bei mir nicht und ich weiß nicht, warum.
Also heute ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin, streamtechnisch. Habe ich doch vorhin schon gesagt, Sonnentornado. Vermutlich der B+. Und wo ist das Spendenziel? Mal gucken, ob das Spendenziel, ob das heute wenigstens funktioniert, die Einblendung, weil heute, keine Ahnung, funktioniert einfach gar nichts. Ach nee, warte mal. Wo ist denn das jetzt hier? Ach, Mann, ey. Erstmal, also das hier. Nein! Heute ist echt der Wurm drin. So, hier jetzt bis Spendenziel gleich angezeigt werden. Ich verstehe es nicht. Da. Hallo, schwarzes Herz. Doch, da ist das Spendenziel. Wir haben nur Warum noch. trailt mich der Schwede die ganze Zeit? Dem langweilig ist. So, Leute, wir Scheinbar. haben nur noch 599.945 Euro vor uns. Das schaffen wir heute Abend. Bro. Ist kaum noch was, ist kaum noch was. Es ist alles total ernst gemeint. Wer das immer noch nicht verstanden hat, der geht sich bitte jetzt verbuddeln. Genau, Fußball ist schon mal bezahlt. Also mich wundert's, also ich glaube nicht, dass da eine Panzer im Leben ist, sonst wärst du Oh. eigentlich schon tot, wollte ich gerade sagen. Also was ist OO? Mich trailt eine gegnerische MiG-29. Hm. Okay, ist raus. Ich würde sagen, da hinten ist. Okay, da hinten ist gerade was am Himmel geplatzt. Ach, guck mal. Versucht jetzt bei den Cap. Alles klar bei ihr, ey. Aber Master Crowley. Wo bekommt man dafür denn ein Haus? Naja, es wäre ja eine Anzahlung. Beziehungsweise ein Kollege guckt sich gerade im Odenwald ein Haus an. Da kriegt man tatsächlich halbwegs was Gescheites für das Geld. Wie viel war es jetzt? 600.000. Also, Alter, jetzt komme ich nicht mal fertig cappen. Ey, das wäre mein Aha. erster Helicap gewesen. Eine gute Freundin von mir hat sich jetzt für knapp 300.000 ein ziemlich großes Haus gekauft. Also es gibt halt Orte, wo du es noch kriegst, aber es sind halt meistens nicht die großen Städte. Hallo, nur der FCM. Hallo, Leon. Also die Runde war so ein bisschen mehr, ne? Ja, ist halt die Frage auch, wie viel man danach noch reinstecken muss, ne? Ordentlich vermutlich. Man kriegt auch für weniger Geld ein Haus, ein großes, aber. Ja, eine baufällige Ruine, die du erstmal abreißen darfst. Ja, so hat es meine Schwester und ihr Mann gemacht. So, was machen wir, Freunde? Hallo, Fabian. Hä? War Fabian nicht schon zweimal dran oder haben wir mehrere Fabians? Es gibt mittlerweile einige Fabians, einige Marcells, diverse Leons, Lucer. Könnt ihr A10 fliegen? Japan 7-3, Schweden 11-7. Also Schweden die Runde 11-7 habe nicht ich nochmal. aktuell nicht. Nee, richtig nicht. Was bei den Deutschen noch kommen kann. Gut, wir haben noch eine Menge Modifikationen für den Leopard, aber das sind dann mehr so Side-Branches. Das geht nicht viel moderner nach unten dann. Höchstens die Breite. Ja, also das 11-7er, 12-0er, 12-3 vielleicht Deck wird noch ausgebaut, wenn es endlich mal entzerrt wird, aber viel kommt da glaube ich nicht mehr. Russen 7-7, Japan 7-3 wurde jetzt schon zweimal angefallen. Was ist denn Japan 7-3? Da habe ich doch. Habe ich da irgendwas? Die Type 99 und Habe ich aber der. nicht. Ich habe nur den Mars auf 7-0. Mehr habe ich nicht. Das werde ich nicht anbieten können, meine Damen und Herren. Russen 10-0. Irgendein General hat irgendeinen General einen hübschen Wunsch, den wir vielleicht erfüllen können. Russen 10-0 finde ich nicht verkehrt, das habe ich letztes Mal leider verpasst. Dann nehmt ihr uns die Entscheidung ab. Schiffe. Oh Gott. Deine Mutter, ich mache gleich Skull and Bones wieder an, dann siehst du Schiffe. Ha, Object. Ha, okay, wir spielen Object 10-0 und dann haben wir sogar Seraphs mit Welches? davon. Genau, stimmt, welches? Ah.
Ja, mal bestimmt das Neue, das Aktuelle. Da, zack, wenn will Object 292 mitspielen, beziehungsweise 10-0 Sofiets. Easy fürs Objekt habe ich noch 19 Gutscheine. Ja, hallo Mika Jan, wir haben sogar mehrere Mikas. Stimmt, zwei sind es bei mir. So, Ghost of Aria. Deine Mutter will immer 10-0 Sowjets mitspielen. Was ist los, deine Mutter? Oder Admiral Thrawn? Warum ist da eine Pacht drauf? Ja, weil die Pacht halt noch läuft. Es gab auch mal zwei Pablos, bis wir einen gefressen haben, okay. Stimmt, ja. Starkiller, das können wir heute vergessen. Also ich habe A, Internetprobleme, B, macht YouTube Quatsch. Wir werden nicht herausfinden, wie viel Stream Delay heute drin ist. Bin ich im Warte mal, Game. 5, 7 Russen ist doch. Ja, T-34, 85er, IS-1. Also, Crowley, wenn du da Probleme hast, dann denkst du zu viel. Das ist eigentlich auch ein Deck, mit dem du einfach reinpreschen kannst. Ein bisschen blöd gesagt. Hallo Bad Banana. Also wie gesagt, ein Platz ist noch frei, Leon, ne? Husch, husch, hallo Max Payne. Max Schmerz. Stell dir mal vor, das wäre eingedeutscht worden. Ich wette, das hat er sich auch hiermit überlegt. Da. Ist das der Leon? Leon, wie, was haben unsere Mods denn geschrieben, wenn man hier mitspielt, ne? Spiele jetzt Max Schmerz mit der Kugelzeit. Wir haben mittlerweile schon wieder so viel. Okay. Einmal Einladung zum Mitnehmen. Ja, aber so funktioniert es halt eigentlich nicht, lieber Leon. Sondern einfach, bitte einfach das tun, was die Kollegen so sagen. Und du spielst nicht Deutschland, du spielst Sowjets. Sehr gut, Dankeschön. Ich habe gerade schon einen Schock bekommen. Mika Hahn, das ist überfällig, Ghost of aber Aria. schauen wir mal. Drücken. Jetzt zählen wir 64, 63. Nee, wer ist ein 10-3? Irgendjemand ist 10-3. Nö. Ich bin's Bin ich nicht. 10-3? Natürlich bin ich 10-3. Unfassbar. So. Aber erstmal meckern. Ist typisch deutsch, ne? Was? Deutschland soll ein BMP2 bekommen? Ja, netter Zusatz. Hat die DDR ein BMP2? Soweit ich weiß schon. Die Nur die Dreier nicht. stand bestimmt im Lager einfach die ganze Zeit. Ja. So, Stadt. Hallo Flo Hollywood, wenn wir etwas finden, was du mitspielen kannst. Wohin? Stadt, habe ich doch gesagt. Hab dir nicht zugehört. Was ist denn jetzt schon wieder ein Space Yamato Event? Man denkt, der kommt der Eurofighter. Wird noch eine Weile dauern. Space Mal Yamato wäre ich dabei. Was ist denn Space Mal Yamato schon wieder? Space Battleship Yamato? Kennst du es nicht? Nö. Sau geile Anime, Star Blazer. Ach so, doch. Habe ich schon mal Wo die gesehen. Yamato als Raumschiff unterwegs ist. Nee, also bisher habe ich nur das Dings gesehen. Also halt das Vorschau-Plakat-Bild. Kann ich dir empfehlen, also die erste Staffel, sage ich mal, die erste Serie ist gut. Aber halt das Original. So. Gucken wir mal, da fliegt schon Zeug durch die Gegend. Muss man vorsichtig sein. Mika, 600.000. Bitte? War gerade die Frage, was das Spendenziel sein soll, 600 oder 6.000? 600.000. Falls es immer noch nicht verstanden ist, es ist nicht ganz ernst gemeint. Wenn wir 600.000 zusammenbekommen, sage ich natürlich nicht nein, aber Dann klag ich meinen Anteil ein fürs Mitmachen beim Stream, ey. ich müsste irgendwo noch einen Button belegen mit einem Erklärungstext, woher dieses absurde Spendenziel kommt.
Du brauchst einfach auf deinem Stream Deck so einen Knopf, der einfach so einen Nippelboard-Sound macht. It's a joke, it's a damn joke. Ich fahr jetzt mal hier links übrigens. Okay, ich wäre jetzt geradeaus. Ja, du kannst ja auch erstmal geradeaus weiterfahren, nur dass Ja, wir halt aber zwei allein mit Straßen dem abdecken. 292 ist nicht so gut. Reload und so. Bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Gegner in der Nähe ist. Wobei, nee. Can't hear shit. Hallo Neil, dann erstmal gute Besserung. Kopfschmerzen bin ich, kenne ich. So. Hier ist alles tot. Das ist nicht gut. Was? Ja, den so lang. Dass ich hier keine Gegner finde. Das ist halt, unser Team ist halt voll am Punkt vorbeigefahren, also. Ja, sind sie. Wir sind ja auch vorbeigefahren, aber ich hatte halt gehofft, dass wir von hinten aufräumen können, wenn die Gegner ja, aufhalten. Irgendwie nicht. Ihr habt uns. Oh wow, es ist schon wieder Mixed Battle. So, ich habe gerade nicht drauf geachtet, wo du bist. Ich fahre gerade quer. Boah, ich stehe halt hier und fange alles auf, was aus dem Spawn quasi rausfährt. Dann mach das mal, dann fahre ich zu B. So. Also, ich komme in live und das erste, was ich sehe, ist Blaske, wie er fragt, ob Pu sich ein Special Mato Event wünscht. Und was ist das überhaupt? Ja, geil, ne? War doch gerade ein feindlicher Schuss. Okay, da hinten hat der Kollege was markiert. Gucke ich gleich nach. Das Nein. Gegner, das Gegner, das Gegner, das Gegner. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Ich dachte, das Team braucht Hilfe. Dabei campt der mich nur ab, der Drecksau. Der Drecksau, Alter. Der Drecksausack. Okay, den sehe ich nicht. Der hat aber schon. Du Blasco, das würde ich mit Kusshand nehmen, weil durch die ganzen Renovierungsarbeiten ist gerade echt ein bisschen Essig bei mir mit so Paketen kaufen. Und ich, Vollidiot, ich höre echt auf, mit dir andere Leute zu spielen. Ich spiele jetzt hier gerade mit 8 Napalm-Bomben. Moment mal, hinter mir fährt doch ein Gegner. Ich höre hier doch einen Motor. Dachte ich. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gehört habe. Ja, zur Map mit dem Napalm. Nur leider gewinne ich damit halt echt kein Blumentop. Eigentlich müsste ich damit auch jeden Panzer killen können, aber leider. Nee. Ich glaube, ich habe die noch nie effektiv nutzen können. Nur gegen Basen-Doppeltops. Okay, hier stehen einige Leichen rum. Ja, wir haben mal Captain, ne? Ach, Reduce Speed, ey. Die Su ist echt nicht mein Flugzeug. Vor allem habe ich so das Gefühl, dass die Raketen auch irgendwie nicht mehr so ziehen. Nö, tun sie auch nicht. Ich habe da häufig nur Treffer wieder mit, also ganz komische Nummer. So, nochmal kurz reingucken. Hallo Jan, hallo War Thunderboy. Hallo Akiyama, schön, dass du auch mal wieder da bist. Lang, lang ist's her. So, ihr seid das. Genau, Like nicht vergessen. So. Jetzt würde ich halt gern langsam auch nochmal einen Kill machen. Das wäre voll cool.
Hätte jetzt irgendwie gerade erwartet, dass wir eine Bombe fressen, aber die lagen woanders. Sehr schön. Wo bist denn du eigentlich gerade? Ich guck gerade bei deren Helikopter-Spawn, wo man schießt Hubschrauber ab. Okay. Ja, scheiße, jetzt wird C gecapped. Und viele von uns fahren zu A. Gut, dann drehe ich mal ab, das kriegen die alleine hin. Scheiße. Hallo Reimann, hallo HGG. Hallo Christian. So, hallo, das ist Discorbinien. So, ich versuche das jetzt nochmal mit den S250. Ich muss ja immer noch große Raketenkills machen. Ich bin gespannt. Ich habe da so gedippt. Ich habe die mit meinem Flügel zum Abstürzen gebracht. Echt? Ja, ich bin durch sie durch und sie ist dann abgestürzt. Ja. So, ich bin komplett leer. Aber, und bei dir ist nichts passiert, oder was? Nö, ich hab ihn halt gedippt, ich bin nicht durch ihn durchgefaced, ich hab halt mein Flügel quasi auf seinen draufgehauen. Ja, deswegen, also. Das geht, wenn du es in einer, ich sag ich mal, flüssigen Bewegung machst und nicht so reinglitschst. Ich hatte ihm halt ein Triebwerk ausgeschossen, der konnte sich nicht mehr in der Luft halten. Okay. So, ich versuch mal an dem Berg da, wo du vorbei gekommen bist, rechts. Ach, scheiße, jetzt reicht mir gleich die Flügel wahrscheinlich ab. Bremsen, bremsen. Pass bloß auf, also ich flieg bei dem Ding immer um die 80%. Ich fliege meistens 69 tatsächlich, weil ich da kommt auf die Höhe an, aber das ist tatsächlich das, wo man dann einfach gleich schnell fliegt und nicht schneller wird, nicht langsamer wird. So, ich brauche jetzt dringend ein Ziel. Ja. So, was ist jetzt Blasco? Zack. Kriegen wir alle vier das Ding? Ah, sehr schön. Abgang. Was kriegen wir alle vier? Centauro den neuen. Den ja, Kling. Ja. Bin ich voll dafür. Nehme ich gerne. Geschenkte Gaul. Schenkt man das jetzt mal. Nennen wir ihn noch Blasco-Mobil. Okay, dann wird's das Blasco-Mobil. Wie das Solas-Mobil. Wobei Solas in letzter Zeit eher mit Abwesenheit glänzt. So ein bisschen. Man sieht ihn irgendwie so alle drei Streams mal. Das hat wehgetan. Ich habe das Flugzeug überhaupt nicht kommen sehen. Au. Lasst das. Hört auf mich zu schießen. Aber ich sitze ja in der Su. Was soll mir da schon groß passieren? Hahaha. Das ist leider auch nicht mehr der fliegende Panzer, wie es früher mal war, als ich ihn gekauft habe. Finde ich aber gut. Also entweder sollen sie beide, also ein A10 und das Ding, viel aushalten oder keins von beiden. Alter, ist das eine Drohne? Ja, das ist eine Drohne. Tja, aber Hachi, das weiß ich auch nicht. Feel free, ne? Es ist mir leid, dass ich gerade nicht in den Chat gucken kann, aber ich muss mich gerade einen Tacken konzentrieren. Ich will nicht. Ich guck schon in den Chat. Kannst du mir vorlesen alles? Mit diesem monoton Google-Ton. Ja. Hier ist doch der Spawn. Wo ist denn hier keiner? Bei den Panzer oder Flugzeug spawnen? Panzer spawnen. Ah, bei A steht aber einer drin. Die geht's nicht mehr ganz so gut, hm? Wem? Na dir, dir fehlt ein Leitwerk. Hi, André. Ah, ich werde von der Flak beschossen. Ich hätte es nicht laut sagen sollen, wo sind die denn alle? Okay. Moment, hier bitte einfügen aus Troja. Oh! Hallo Hector, hallo André. Oh, den Film muss ich mir mal wieder angucken, ich finde den super. So, Solas Mobil habe ich gehört. Du nicht so? Was, den Film? Ja. Ist okay. Magst du Gladiator? Ich habe den nur einmal gesehen, da fand ich ihn ganz gut, aber okay, weil so interessanterweise gibt es entweder Leute, die Gladiator mögen oder Troja. In der Regel nicht beides.
Boah, ich finde die beide eigentlich gleich, muss ich sagen. So mittel halt. So alle 5 bis 10 Jahre kann man sich den mal angucken. Ja. Ah, danke, Joshi, dass du das geschrieben hast, sonst müsste ich es nämlich jetzt erzählen wieder. Ah, Troja for the win. Und hier. Wie, Yuki? Kiyama-Yuki ist schon 3 Monate off-Hilfer. Dankeschön. Wie? Du tauchst hier auf, aber nicht in meinem Stream. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, ne? Ich dachte, wir hatten eine Verbindung. Premium-Content, Premium-Content. So. Aha, fuck you. So, wo ist denn hier Haben die jetzt dieser noch eine Lion? Flak? Ja, im Gegner schon spawnen bei Welchem? Links oder rechts? A, der A-Spawn. Okay. Wo ist denn hier der Gegner jetzt? Okay. Sehr gut. Aber ja, Troja ist mega gut. Ich weiß nicht, also diese neueren Epic-Filme, ich weiß nicht, die sind mir häufig ein bisschen zu sehr auf Action getrimmt. Die sind halt eher so Popcorn-Kino. Aber gut, andererseits, die alten Epic-Filme, die sind ein bisschen zu viel. Also, wer einmal Ben Hur, wie lange geht der? 4 Stunden oder so gesehen hat. Ja, kann man mal machen, aber irgendwann ist halt auch doof. Da, Ghost, da steht einer. Königreich der Himmel, den finde ich zum Beispiel Der ist auch ganz gut. okay, aber an den kann ich mich wirklich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich ihn ganz gut fand. Okay, das war jetzt so eine mittel-okay Runde. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob der Kill gezählt hat. So, gib mir einfach eine Million Spiel als Ausgleich. Na, 40.000. Was sind das eigentlich? 1,2 Millionen. Haben wir jetzt Inflation im Spiel und die 1 Million ist 1,2 Millionen geworden? Oder was ist das für eine Nummer? Hä, bei was? Bei Schlachttrophäe. Echt? Okay. Ja gut, dann viel Erfolg mit dem Schwertransport. Aber lass mal wieder was von dir sehen. Gut Nee. fahr! So. Gut fahr. Was haltet ihr von Avatar? Ich habe vorhin gesehen, dass die erste Folge heute kam, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Nee, muss ich mir auch noch angucken. Ich habe vorhin erstmal die neueste Folge Dun Delicious in Dungeon geguckt. Ich habe vorhin mit der ersten Folge Halo angefangen. Okay. Na, was Ich spielen wir bin jetzt? nicht überzeugt. 3-3 Deutsche. Warte mal, das Flugzeug, Lukas, das, was wir uns gestern angeguckt haben, was waren das für ein Battle Rating, die 109? Passt das da rein? Nee, ne? 5-0. Ja, nee, dann. Na gut, wir können ja mal 3-3 Deutsche spielen. Da habe ich jetzt auch gerade Lust drauf. Weil, Sind ja Leute. bei 3-3 Deutsche die Wurfgranaten. Ach, nee, falsch. Kurz gucken, hat das jetzt gezählt? Ja, das hat gezählt. Hat irgendeins von diesen Dingern Wurfgranaten? Leute, wisst ihr, wo die Wurfgranaten sind? Ja gut, die 110er haben das halt, ne? Der hat keine. So, wer will denn mitspielen? Gaming Ghost will mitspielen. Nee. Was waren wir 3-3? War es aber So. schade, die 3-7er hat. Teurer Was gehört? Bus. Die beiden 3-7er. 3-7er haben Ja, Wurfgranaten. egal. So. Wen habe ich denn da jetzt? Wen habe ich denn jetzt? Ich habe gerade einmal eingeladen. Gaming Ghost und der Kollege Teurer Bus. Naja, kriegen wir. Irgendwo kriege ich meine Kills noch her. Aber die müssen halt auch Rang 3 sein, stimmt. Ja. 3-3. So. Sturmmörser habe ich nicht, André. So, dann bitte einmal Bin ready ab. gleich soweit. Uno momento. Achso, das bist du. Ist ja noch Das bin Stunde. ich, ja. Unerhört, ich weiß. So, die 410er. Welche 410er? Eigentlich muss ich, wie gesagt, Rang 3 muss ich gucken. Die habe ich gar nicht. Die hier hatte die auf jeden Fall. Da haben wir nämlich gestern schon geguckt. Genau, die hat die Wurfgranaten. Es sind gar nicht so viele, leider. Leute, ihr könnt aufhören, mich einzuladen. So, ich nehme mal ein anderes Flugzeug mit. Ich will die 410 mal ein bisschen ausbauen. Ja. Ich finde die eigentlich ganz hübsch. Leute, wir haben nur vier Deckplätze. Einer ist durch Seras belegt, deswegen nee. Ja, aber auch heute werde ich nicht unendlich lang dabei sein. Also es wird demnächst 3 Plätze geben. Okay. Hallo, Skost, du.
Da hat Yoshi eine Liste kopiert. Okay, wir sind doch eine. Gut, da hatten wir gestern ja schon nachgeguckt. Die G6, ja. Ja, die 109er, die Focke Wulf, Das die Problem Jarl, die 410 und die 110. Oder die ist bei 262. allen Panzern, die die benutzen können, die sind bei mir nicht ausgebaut. Fangen jetzt mal mit der Stuck heute an. Evil, das ist nur, um dich zu ärgern. Das stimmt ja gar nicht. Haha. Was ein Lappen, ey. Mein Englischlehrer sieht aus wie Peter Griffin, das ist doch schön. Nee. Nils ist mit drin, Tatsache. Nee. So. Sonst im Gegnerteam vielleicht irgendwas? Ne. Ja, aber Hachi, das stimmt. Tiny Tims gegen die Open-Top-deutschen Flachs ist easy kill. Kriegst sogar teilweise Doppel- und Das Triple-Kills könnten machen, wir wenn die auch eben zusammen machen. stehen. Das könnte ich mit der F2G machen. Ja, Jo. können wir nachher mal gucken. André, ich muss dir leider sagen, ich spiele diese großen Bomber gar nicht mehr. Machen einfach Puff und verlieren ihre Flügel nur beim Angucken. Ja, die halten mir leider überhaupt nichts mehr, also viel zu wenig aus. Das macht einfach keinen Das Spaß mehr. Schon was drin, dem deny ich mal den Cap. müsste Britte sein, zwei, die ich gesehen habe. Zwei Stück. Fahrer MG-Schütze ist ein, wie heißt Cromwell? Sehr gut. Au! Cromwell hat mir Aua gemacht. Wo ist Cromwell? Ja. Tot. Bin mir nicht sicher, ich dachte eben, einen Schuss gehört zu haben von da drüben, aber ich Ach komm! weiß es Ich hab nicht. ihn doch noch gesehen. Doch, ich höre doch da was. Dankeschön fürs Reparieren. 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 Doch, da ist was. Hier außen ist definitiv was. Achtung, Squaddies. Frage ist, wo ist der? So, ich hole mir jetzt auf jeden Fall dieses eklige Ding von Achilles. Wo wir gerade von Hector haben, hole ich mir jetzt noch Achilles. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hier außen. Ich vermute. Ach, da ist er ja. Was ist denn das? KV1. Der macht nichts mehr. Der kann nur nicht. Der kann nur noch gucken. Ist das da der Achilles? Wenn ja, hole ich ihn mir jetzt. Weiß ich nicht. Okay, ich. Was habe ich denn jetzt hier gerade für einen Quatsch gemacht? Also, das war ja peinlich. Alter. Ja, das war richtig, richtig. Soll ich den bebomben? Kannst du machen, das war richtig dumm. Servus, Holger. Hallo Holger. Steht der still? Hallo Sebastian. Also hast du ihm was Ja. getan? Also jetzt fährt er wieder rum. Mal gucken. Das Ding macht echt Spaß als Bombe. Und ich habe das Ding nicht Weiß mal nicht. Ich ausgebaut. mag die 410 nicht. Fliegt sich komisch. Echt, ich finde, die fliegt sich mega gut. Ich weiß gar nicht, warum ich die nie geflogen bin. Früher hat sie sich echt komisch angefühlt, aber mittlerweile ist es eine wendigere 110, finde ich. Wollt ihr euch das Eventfahrzeug? Welches Fahrzeug? Jetzt ist ja ein Eventflugzeug. Naja, gut. Vehikel, Fahrzeug, Also ja. vermutlich nein, aber. Kommt drauf an, wie teuer es auf dem Market wird. Ja. Aber momentan ist es definitiv bei mir nicht geplant, dieses Event zumindest zu spielen. Für so einen Quatsch habe ich keine Zeit. Bin halt auch nicht so der Flieger. Eigentlich müsste ich mal ein Video zu dem Puma hier machen. Fällt mir gerade mal so ein. Schönes Vorstellungsvideo. Dankeschön, Holger. Also auf 3-3 mit 20ern und MGs bewaffnet, natürlich ist ganz schön, ist okay. Fuck.
Ich habe einen T34 markiert. Der steht gut, leider. Bin zu spät gesehen. Ist ein Luftziel am Himmel. Ja, ich habe einen Flieger am Arsch. Dann komme ich jetzt mit der Focke rein. Okay, dann fliege ich zu unserem Airspawn. Kannst mir entgegenkommen. Ich bin ein bisschen links von dir. Überm Wasser. Ich weiß nicht warum, aber hier, das Flugzeug ist total zugekleistert, aber irgendwie mag ich es voll gerne. Den Style. Irgendwie passt's. Find ich. Siehst du den Flieger hinter mir, über mir? Ich gucke. Das Problem ist, ich wette, da ist... Ja, doch, ich sehe ihn. Ich wollte gerade sagen. Straight hinter mir. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, da ist bestimmt eine Schrift drüber, aber nee, der ist ja noch viel weiter weg. Also langsam. Ja, ich... Okay, solltest du kriegen. Komm, ja. Gönn dir! Rein da! Sehr schön, danke. Dem geht's nicht so gut. Wobei, der fliegt halt immer einfach noch weiter, ne? Dem eigentlich... Na gut, ich hatte ihm nur das Querruder gemacht, aber... Wow, really? Was ist denn jetzt passiert? Mein Gunner hat ihn getötet. Achso. Okay, das habe ich. Das hatte ich noch nie, dass ein Gunner einen Verbündeten killt. Hallo Seegiraffe. Guten Tag, hallo Fischmeck. Genau, aus Berlin-Style, mein die Focke. Warte mal, gucken wir gerade rein. Alter, ja, die ist ein bisschen vollgeklastert. Ich mag das aber irgendwie, finde ich, sieht es cool aus. Irgendwie passt es bei dem Hobel auch, finde ich. Da ist ein Flugzeug! Ja. Das war ja nicht mal manuelles Feuern, das war ja passiv-aggressiv. Also das ist mir echt noch nicht passiert. Na, 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 liebe Flak, lass das mal lieber. Achso, das war jetzt sogar ein Gartner. Sorry. Alter, wie schlecht kann man denn als Flak bitte schießen? Also das ist wirklich lächerlich, was der da macht. Dankeschön, André, und gerne. Jetzt bist du Toast. Alter, wie viel hält das Ding aus? Jetzt ist aber auch langsam mal gut. Guck mal, da ist ein Jagdflieger. Guten Tag. Gut, also der ist durch. Schauen. Na dann. Gutes Heimkommen. Alter, der Flugzeug sieht halt echt aus wie ein verranzter Eisenbahnwaggon, ne? Oh, geil. Jetzt weiß ich, was du mit Berlin-Style meinst. Schade. Zwei. So. Uncle Ben's Reis aus dem Gegnerteam. Gibt's das Hallo noch? Sean. Nee, das ist ja Ben's Original. Mittlerweile. Keine Ahnung, ich habe mir sowas nie gekauft. Nur die Werbung vermisse ich. So, ich gehe mal da oben rein. Hier gibt's irgendwie, hier gibt's Schlachtwerk zu tun. Meine Fresse, haben die viele Flugzeuge. Hinter dem Hügel war da noch einer. Ey! Fernglas im Flugzeug fehlt mir echt noch. Stirb! Wenn ich nützlich, was sagst du? Da. Bitte? Fernglas im Flugzeug fände ich nützlich, was sagst du? Ja, ab und zu wäre das schon mal ganz brauchbar. Also gerade wenn es irgendwie im Spotten von Bodenzielen, also in langsamen Flugzeugen halt. Ja. Sean, komm gut heim, pass auf dich auf, ne?
Ich mache hier erstmal einen Abgang. Also hier brauche ich jetzt nicht rumstehen. Mach's gut, bye. Und mach's gut, Grim Joe. Viel Erfolg. Ja, das war optimistisch, aber. Ist klar. Wie geht das denn? Das war mehr Glück als Verstand, ey. Na? War nicht sehr freundlich. Oh, sehr gut. Sehr schön. Er ist halt einfach gnadenlos auf mich zugeflogen. Sehr schön. Das Ach sind die nee. beiden, die mich Ach, verfolgt das haben. war Was der zur von Hölle? vorhin, der andere. Ja, gut, von mir aus. What just happened? Und der nächste. What? Was passiert denn hier? Was schmeißt ihr denn mit Flugzeugen? Lol, ich hab die Bombe von der P1 hier im Flug abgeschossen. Naja, dafür ist da gerade eine ziemlich große Explosion gewesen. Ich weiß nicht, ob das so geklappt hat. Also da war wirklich, also da weiß ich, wo warst du denn gerade? Bei ihm dran. Also Aber wirklich bei war ihm. das über A quasi? Ja, Weil du, ja. nee, dann hast du sie definitiv nicht erwischt. Also bei mir ist sie in ihm explodiert. Okay. Was ist eigentlich mit deiner Mutter passiert? Der ist da. Meine Mutter ist fett und heult im Keller, was? Dankeschön, André. Ich versuche mein Bestes und die Supporter natürlich auch. Apropos Support, ich brauche ein neues Haus. Nee, Spaß. Oh, da kommt das nächste Flugzeug. Ich habe mir leider gerade den Motor kaputt gemacht. Oder meinst du mich? Bitte? Achso. Ja, das nächste Flugzeug liegt hinter dir. So, das hier ist jetzt mein Punkt, Leute. Alamo. Den Punkt behalte ich auch. Es gibt viele, aber dieser gehört mir. Und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich glaube, Alter. deine Mutter sehen wir nicht mehr, wenn das Schiffsevent gestartet ist. Ja, wahrscheinlich. Oh, die IL-2 ist wieder da, dein Freund. Ja, aber jetzt setze ich mich gleich auch in die IL-2. So, Ich Kollege bin schon an jetzt. ihm dran, ich jag ihn jetzt. Gucken wir mal, wer die bessere IL-2 ist. Lass ihn übrig. Nee. Meinung zu F190 D13, das Premium-Paket. Weiß nicht, also ich würde mir keine. Also mir wird es nichts bringen, ich würde es mir nicht kaufen, aber. Eine 190er-Fan. Warum nicht? Alter, wenn ich jetzt aussteige, kriegt Nils den Kill. Wieso? Weil er mich beschossen hat mit seiner scheiß Flak. Shit happens. Nein, wie viel Flugzeug habe ich abgeschossen? Drei. Und das war nicht mal das Turm-MG, es war ein normales. Weil Turm-MG tot war. Also Luftabwehr-MG. So, wo ist der denn hier? Ist da überhaupt noch einer drin in C? Bin mir nicht sicher. Soll ich da eine Bombe draufschmeißen auf dem da? Ja. Ach, da Danger, sind Danger close bei mir. Da ist auch eine M19. Ja, der ist raus. da ist aber noch der hinter dir, ist quasi auch noch einer. Ja, ich Ah, bin warte tot. mal. Da Achso, ist ein hinter meinem Wrackmesser. Jagdflugzeug.
Was? Zu viel Full Metal Jacket? Wieso Full Metal Jacket? Nils, alles gut. Oh, Kacke, das wird nicht gut enden. Wieso zur Hölle verlieren wir gerade alle Punkte? Das ist eine gute Frage. Das war gerade echt knapp. Also bei B steht immer noch die M19, ne? Ich suche mir jetzt erstmal genau die Flak, da ist sie doch, die M19. Er ist weg. Sehr schön. Ich fahr zu B. Ja, Korsan holt sich A, nee, C. Da ist bei C doch einiges. Ja, ist es? Du meinst bei A? Ja, meine ich doch, ja. So, noch eine. Sehr schön. Das Ofenrohr hast du, oder? Ja. So, wo ist der nächste? Da ist der Kannst nächste. Kannst du mal bei C gucken, ob C ein nee, bedrängtes warte mal, ist? Ich muss mal kurz. So, jetzt fliege ich zu C. Ja, gucken, ob unsere Flak da in Sicherheit. Nein, ist sie, glaube ich, nicht. Die wird, glaube ich, beschossen. Oh ja, wird sie. Verdammt. Das steht auch einer überleben. In C drin. Da, ah, da, da, da. Ja, kannst du den kannst du von oben kaputt machen. Ja, ich das ist so ein offener. Muss erstmal einen neuen Anflug machen. So. Umso eher, umso besser. Jetzt fährt er weiter. Aber tot ist er trotzdem. Also. Okay, dann hole ich mir C. Dann muss aber teurer Bus, halte B, fahr nicht zu A, da sind sowieso viel zu viele. Ich kümmere mich um die, die vom Spawn kommen, wenn es klappt. Scheiße, nee, das wird nicht gut ausgehen. Naja, einen habe ich noch mitgenommen, aber. Wie viele Kills habe ich jetzt? 12 plus 3 Flugzeuge. 15. Ist okay. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wie gesagt, teurer Bus, halte B. Und wenn du jetzt mit dem Panzer spawnst, am besten auch B. Okay. Dann schnell, schnell. Ist das jetzt... Na, wobei, nee, ist kein Triple Ace. Ich bin jetzt zwischendurch gestorbt. Holger, das ist mir bewusst, aber das hätte hier gerade keinen Sinn gemacht. So, A ist verloren, dann soll es auch verloren bleiben, interessiert uns nicht. Hätte vielleicht lieber ein Panzer 4 genommen, wäre schneller da, egal. GG, gute Runde. Yeah! Robben klatschen. Ja, auf kleine Kinder reinhauen kann er. Ja. Hi J-Hub. Guten Tag J-Hub. Da habe ich sogar eine Tarnung bekommen für Panzer 3N. Und Orden, was? Verwundetenabzeichen in Schwarz. Okay. Na, fast 100.000 gemacht die Runde. Schade, dass ich immer keinen Booster angemacht habe. Ich mache jetzt mal ein paar Booster an. So, eine Runde mache ich noch mit. So, was machen wir? Oder dass sich der gute Seras was zum Schluss aussuchen. Wir wissen doch eh alle, was er nimmt. Ja, was nehme ich denn? 8-3 Alliierte. Können wir gerne machen. 8-3 Alliierte, dann spiele ich die Amerikaner. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Bei der A2D kann ich da. Ne, die hat keine Tiny Tims, ne? Oder? Ne, die hat nur Bomben. Habe ich irgendein schönes Premium-Flugzeug in dem Bereich, außer die F2G? Die kann die Tiny Tims mitnehmen, glaube ich. Die F8F hast du nicht? Ne, die haben F8F, die normal. Premium oder? Ne. Ne, F8F1 auf 5-0. Auf 5-0? F8F1B auf 5-0, die habe ich, aber die ist komplett so gar nicht ausgebaut. Ne, ich nehme die. Alternativ, die F7F hast du wahrscheinlich auch nicht. Ah, ne, die kann die nicht mitnehmen, nevermind. Ich habe die F7F, aber. Kann die nee. Eine der ADs die nicht mitnehmen?
AD4, oder? Ja, genau, AD4 kann zwei davon mitnehmen. Die F3D kann die auch mitnehmen. Ja, aber bei der bin ich mit denen überhaupt nicht erfolgreich. Ich versuch's einfach mal. Good luck. So, wer kommt mit? Wie gesagt, wir spielen jetzt ein Ründchen 8-3 Alliierte. So, wenn ihr mitspielen wollt, tut doch gerne einfach das, was die Kollegen Yoshi und momentan ist nur Yoshi da, was Yoshi im Chat schreibt. Man kann ja auf Twitch, wenn man live geht, so eine customisierte Ich bin jetzt live-Nachricht schicken, ne? Ich habe da einen Streamer bei mir in der Liste. Ich muss sagen, das pisst mich so ein bisschen an und ich werde ihn jetzt auch deabonnieren. Da steht jedes Mal, send you friends request. Überhaupt kein Clickbait. So, was ist denn hier mit Mega Felix und Polo? Ne? Wie läuft es hier mit Mitspielen? Was schreibt denn unser Mod so? Nur Scheißdreck. Ghost of Warrior, ich würde dich mitnehmen, wenn die anderen es nicht hinkriegen, aber du warst ja vorhin schon dabei. Hallo, War Thunder, gut. Ach, ganz gut. Von Mega Felix und von Polo kommt nichts. Ah, Andreas Uhlig ist es. Mega Felix, geht doch. Wir wollen doch nur wissen, mit wem wir da zusammenspielen, meine lieben Zuschauer. Darum geht's ja. Ghost of Rory, was spielt denn Seras? Der spielt doch auch die Briten, deswegen ist es voll in Ordnung. Wie gesagt, 8-3 Alliierte. Gut, Polo meldet sich jetzt nicht. Sonst habe ich keine Einladung. Da komm, Ghost of Warrior, du warst von den schon mitgespielt Habenden der Erste. Mega Felix, wir spielen 8-3 Amerikaner oder Briten. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Du kannst sogar gerade die neue Flugzeug-Kill-Mechanik schon testen. Okay. Hier unter Events und Tournaments hast du die Severe Damage Mechanic. Yoshi, dein Einsatz. Warum 600.000 Euro? Und warum verstehen es die Leute immer noch nicht, dass das nicht ernst gemeint ist? Oh Gott, ich Du glaube, ich hast doch mache das das. Slash S dahin, oder? Ja, aber. Okay. Mega Felix, sorry, aber das ist. Das ist kein Deck, was da konkurrenzfähig ist. Nicht böse gemeint, aber wir finden schon was, wo du mitspielen kannst. Das kriegen wir hin. Aber dann ist es halt nicht dieses Deck, deswegen kommt jetzt doch nochmal teurer Bus mit. Ah, mein Hund zeigt mir wieder, wie gern er mich hat. Setzt sich neben mich und lässt so ein Fahnen der Hölle. Ist doch lecker und schön. Da, jetzt nochmal kurz in die Decks reinlunsen. Ja. Ja. Passt. Kannst du 11.7 USR kochen? Lesen? Leute, ihr müsst euch mal angewöhnen, wirklich einen ordentlichen Satz zu bilden. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber das wird euch später mal auf die Füße fallen. Wir merken das bei unseren Praktikanten in der Firma. Das ist schwierig manchmal. Was der Plan? Ah. Ah, mit was fährst du? Sheridan. Okay, ist ziehen wahrscheinlich nichts, oder? Nee. Möchte mich jemand ziehen? Starkiller. Mitglied seit einem Monat. Genau, mehr Likes. Wir brauchen Likes. Leute, das ist die kostenloseste Variante, mich zu unterstützen und den Kanal. Das tut nicht weh. Hast du eine Ahnung, ey? Wenn du Arthrose im Finger hast, kann das echt wehtun. Oder man sich den Fingernagel abbricht. Okay, jetzt wird's eklig. Genau. Betreff E-Mail. Oh, das wird so interessant. Wir werden ja irgendwie im Laufe des Jahres werden wir 365 und Teams wahrscheinlich bei uns in der Firma einführen. Und die, ich sag mal, ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst. Also Teams ist ja eine Kollaborationsplattform und
der Hauptgrund in Anführungszeichen von Microsoft Teams zu machen, war, die E-Mail quasi abzuschaffen. Das wird so witzig, wenn die Leute auf einmal auch mal chatten können. Ich weiß schon, wie das dann aussieht. Hallo Herr Andres, ich brauche das und das. Ja, Kollege, dann schreib's mir halt einfach. Ja, und ich verfasse keinen Roman. Teams bei meiner alten Firma auf. Stell dir vor, du hast keine Finger. Upsi. Ach, Akiyama. Ja, gut, ich kann immer so mal, brutal. Kann ja auch meinen Lümmel nehmen. Okay. Und auf Like drin. Ja, aber da kommst du auch gar nicht mit ran. War schön, da ist ein BMP3 vor uns. Man nimmt, wie es kommt, ne? Der gescoutete? Nee, das ist nicht. Das ist ein anderer. Ich hoffe ja, dass der weiterschießt, weil der muss hier irgendwo in die Richtung stehen. Ich hab's ihn auch gehört aus der Richtung hier. Gern da in den Wald, wo die sind. Da ist er. Wo ist er? Oh ne, da ist er. Hier. Oh fuck, das war nicht gut. Oh, das war Leo. Ja, aber daneben steht er. Scheiße, und da ist irgendwo noch ein T-55. Am Arsch, wo war der denn jetzt? Wer denn? Der T-55. LOL! Alter, wie weit kann man denn bitte nach außen? Sehr weit. Das der steht, der kann nicht unser komplettes Team rechts. Der steht auf der A, also über der A-Linie. Ja, ja. Also man kann hier. Also der sieht auch gerade unsere beiden anderen grünen Pappenheimer. Wo bin ich ja gefahren? Das ist ja die Map, wo ich meine Nuke gemacht habe. Mit dem VT-1-2. Da habe ich das auch so gemacht. Erst nach außen, dann in das Wäldchen, wo ich gerade gesagt habe, ich will in dieses Wäldchen rein. Und dann halt die Leute von der Seite weggeballert. Hallo Nico. Okay, ich habe ganz komische Soundbugs hier gerade. Okay. Und bist du sicher? Du bist dir sicher, dass das nicht dein Hund ist, der die ganze Zeit furzt? Nein. Nee, ich habe Ingame. Das klingt, als würdest du gegen was gegenfahren, aber ich bin im Flugzeug. Das kann also überhaupt nicht sein. Vielleicht hat irgendjemand eine volle Cola-Flasche irgendwie im Flugzeug vergessen oder so. Die eine Konservendose rollt da irgendwo drin rum. Der BMP3 steht da immer noch, oder? Weiß ich nicht. Eine Dose Front, ein Topf. Lecker. Hallo Crazy ja, Esel, hallo Niklas. Besser Mann, Christian, besser Mann. Ghost of Warrior ist hier, scout mal. Sehr gut. Ist das ein Light, den er gerade gescoutet hat? Ein Heavy, wenn das der in der Mitte ist. Okay, dann ist es nicht der, den ich meine. Ich muss einen Kill machen. Okay. Ich muss einen Kill machen. Ich muss Punkte machen, besser gesagt. Eigentlich ist mir egal, ob ich das über Kills mache oder sonst irgendwie. Aber und wieder. Warte jetzt erstmal hier einen Moment. Super wie weit, strange. Wie weit ist das? 600, okay. Verdammt. Und die Maus kriegt nur einen Hit ab. Alter. Das, was ich hier gerade mache, bin ich eigentlich viel zu langsam. Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Da ist er immer noch. Ist er jetzt hinter dem Haus oder zwischen den Häusern? Er ist hinter dem Haus, glaube ich. Das ist unser Heli. Ja. Okay, ich habe den Grafik, den Soundbug jetzt die ganze Zeit. Auch im Schön. Panzer. Das klingt so ein bisschen wie eine Snare. Immer mal wieder was Neues, doch toll. Mhm. Ah, jetzt steht er hinter den Bäumen. In diesen Baumdingern da. BMP2, okay, unangenehm.
Au! Scheiße, wo ist denn der M48? Okay, die Runde ist leider nicht so geil. Hallo, Toxic. Oh, scheiße, kann uns nicht verarschen. Kann nur noch die Flak. Ich schieße an der MiG-17 vorbei, ich treffe keinen einzigen Schuss und dann crasht sie. Oh nein, ich muss doch jetzt was abschießen. Ich brauche Punkte. Okay, ich weiß nicht, was diesen Sound triggert, aber die Intervalle werden schneller. Das ist... Okay. Ach Mann, ich wollte es doch mit der F3D jetzt schaffen. Ich will das mal einkillen. Ich spiel was Niedriges bei den Amis. Oder den Briten. Wobei, Briten hast du nicht so weit, ne? Nee. Wobei, du hast doch die Wyvern, die hat auch große Raketen. Hat sie? Ja, hat sie. Ich spiele immer, spiel immer nur Bomben. Ja. Kann ein Fehler sein. Die kann mit den Raketen echt gut sein. So, wo ist der BMP? Ja gut, der stand einfach in der im Punkt bei den zwischen den Holz zwischen den Baumstammstapeln. Ob der da noch ist, keine Ahnung, aber. Oh, ich krieg langsam auch ein bisschen Kopfweh, das nervt mich gerade. Mein Nacken ist total verschwommen. Alter, diese Maus, die da bei C3 steht, lebt halt immer noch. Ja gut, aber es ist halt auch keiner von uns irgendwie großartig in der Nähe. Ich weiß nicht, ob der in der Senke drin steht und nicht beschossen werden kann. Ich hab dem 2000 Pfund Bomben aufs Dach geworfen, hab nur Hits bekommen. Das war der Fehler. Oh, what? Hab ich gerade eine reingekriegt. So, dem BMP habe ich seinen... sein Dings weggeschossen. Was auch, links. Hier schießt irgendwas. Bumm. Ja, ja. Ah, was? Der war doch kaputt, dachte ich. Ja. Nee, anscheinend nicht. Wo ist der? Also der steht, mitten bei den... Ja, der steht einfach zwischen den Holzblöcken. Endlich kann ich mal im Wally rein. Ah, Halleluja. Das wissen wir noch nicht. Andreas. Ich muss jetzt erstmal am liebsten irgendwas, wo ich dicke Raketen habe. So, ich mach das jetzt mal wieder aus. Ungünstig, da steht er noch ein M48. Ja, der hat mich vorhin gekillt. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Auch in A. Ach so, auch in A direkt. Also irgendwie von der Mitte kam ja auch noch Kram. Da hatte ich irgendwie noch ein, ich glaube noch ein Medium irgendwo gesehen, aber bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Hallo, 40 kann nicht mehr wegfahren. Teurer Bus holt ihn sich jetzt und sehr schön. Oh. Gut Teamwork. Bin doch gleich da. Hey, die Maus ist raus. Aber lang genug gedauert. Stell mal vor, es gäbe noch Punkte dafür. Der wäre jetzt so oben bei dem Leaderboard. Gut, er war immer wieder markiert. Das heißt, er hat immer mal wieder gefressen. Also. Der wurde konstant von der Flak beschossen. Aber müssen es nicht auch Wirkungs... Naja, wobei, nee, es war früher wurscht. Früher waren es Hits. Es hat alles gezählt, was sich nicht umgebracht hat und getroffen hat. Ja, so habe ich damals die Maus ausgebaut. Das waren noch Zeiten. Ja, war es halt wirklich. Damals hat die Maus noch richtig Sinn gemacht. Ich habe die, glaube ich, tatsächlich viel später ausgebaut. Miep? Wo ist da was? Bin jetzt endlich auch mal angekommen. Ah, da. Gib mir noch einen Moment. Fahr nicht weg. Scheiße, jetzt ist er hinter dem Hügel. Den da meintest du, oder? Ach, Mann. Er wollte mich töten. Da kommt irgendwo ein feindliches Flugzeug. Hm. Da hilft mir der Wally halt leider auch nicht allzu viel. Nein, 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 das ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Ja, okay. Alter, der BMP kommt wieder. Ist auf T55 AMD 1 jetzt. Hm.
völlig unbeeindruckt, fährt jetzt einfach auf A zu. Und wo? Ich. Straight, straight von vorne, über die linke Seite des Damms. Vielleicht kann ich ihn gleich beschießen, ich fahre noch einen Moment. Wo ungefähr hier. Okay. Das könnte jetzt mein großer Moment sein. Wahrscheinlich wird es ganz doll. Ach, der ist schon im Punkt. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann den leider nicht beschießen. Ich hätte jetzt vermutlich weggebombt. Nein, ihr werdet vielleicht weggebombt. Vorsicht. Ja gut, der Christian, der ist ja quasi einfach ein 2A4 mit besserer Nebelanlage. Aber wer ist denn der jetzt? In A. Ich sehe den aber nicht. Ah, fuck! Oh Mann! Wo war das jetzt? Ach, mitten auf dem Feld. Scheiße, also die Runde ist wirklich zu. Wo du gestorben bist? Nee, viel weiter hinten, viel weiter hinten bei dem Spawn, der fährt vom Spawn gerade los. Nee, also die Runde war wirklich zum Vergessen. Das ist echt nicht meine Runde. So gar nicht. Überhaupt nicht. Ich wollte doch die Tiny Tims nehmen. Nee, ich kann nicht mehr rein. Shit. Wobei, mit was kann ich mit dem Gutschein rein? Achso, nochmal mit der. Nee, mit der Flak gehe ich jetzt nicht mit dem Gutschein rein. Also. Das macht keinen Sinn. Okay, Ghost hat ihn. Und Ghost hat den nächsten. Läuft bei Ghost. Wenigstens bei einem. Ja, so sieht's aus. Hallo. Ah, komm ich noch in den Punkt? Escosis? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Muss jetzt gewinnen. Ich finde, der sieht voll cool aus eigentlich, der Panzer, aber ich finde die Kanone nach wie vor so hässlich. Der Warrior ist eigentlich ein cooles Fahrzeug. Das Einzige, was ihn mir madig macht, ist, dass er kein Stabi hat und die Frequenz des Feuerns zu niedrig ist. Mhm. I'm okay. Ah, you're from Brazil, okay. How's your German? Because... That's German stream. Ah, he's back. Der war mir gestern beim Stream auch dran. Okay. Es gibt so einen Kraftsportler, der auch Strongman schon war. Der Eddie Hall, der hat sich, glaube ich, einen Warrior gekauft und fährt damit durch England. Nee, ist kein Warrior, ist ein FV irgendwas. Achso. Das ist die kleinere Variante quasi. Okay, über dir ist ein Heli. Hast du den getroffen? Oder war das jemand anderes? Ist halt auch echt keine gute Flakkanone wegen der Kadenz. Nee. Just skill issue. Er ist aber nicht tot? Naja, er fliegt halt doch, aber. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Tief. Sehr tief. Alter. Also bei mir sieht's. Alter, ich muss halt echt im MG machen, hast du es gesehen? Alter, dass ich ein H34 nach dem Abfackeln nochmal fängt, ist halt lächerlich. Ja. Das ist halt leider so. Yeah, we are all from Germany. Well, the most people in the audience are also from Germany.
We are Germans. Ja. We are Germans, ja, ja. We have some dudes from Switzerland and some Austrians. Oh, but the most like me, we are from Germany. Nein. Das Scheiße, ich wusste nicht, dass sie hier eben auf Stelle direkt vor mir spawnen. So, Runde ist jetzt endlich hoffentlich mal vorbei. Genau, ich werde international. Hallo Spielfan. Mensch, jetzt wollte ich gerade die Lancaster. So, du gehst jetzt. Ja, ich gehe jetzt. Okay, gut. Dann geh bitte. Tschüss. Okay, es tut mir leid. Wochenende üblich oder kannst du nicht? Sonntag wahrscheinlich. Ja, das passt bei mir ich auch. Werd... Sonntag sind wir streichen. Ja. Gut, dann viel Erfolg noch. Schönen Abend. Tschüssi. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Hallo Shinson. So Leute, wir müssen irgendwas spielen. Wir müssen irgendwas spielen, was wo ich dicke Raketen benutzen kann, wenn es geht. Ich würde gerne heute diese Drecksaufgabe aus dem Battle Pass fertig machen. Hier Luftunterstützung, ne? Da müssten wir irgendwas finden. Das wäre cool, wenn wir das irgendwie mit euren Wünschen unter einen Hut bekommen würden. Null was, Brook? Vier, drei Amis. Wieso vier, drei Amis, Yoshi? Was gibt's bei vier, drei Amis? Muss ja... Vier, drei Amis, ist es überhaupt Rang 3? Nee. Muss ja Rang 3 sein. Das bringt mir ja nichts. Ah ne, das Flugzeug ist Rang 3. Huh. Aber wie du siehst, habe ich nicht. Italien 8-0 habe ich, glaube ich, nicht. Italien bin ich nicht allzu weit. Artwork habe ich momentan nicht. 10-0 oder 10-3 Amis wünscht sich der gute General Jinson. Dann machen wir das. 10-3 dann, weil... Das spiele ich momentan, upsie, das spiele ich momentan tatsächlich auch selbst zum Grinden. Da ist die Frage, mit was könnte ich denn da Raketen mitnehmen? Da habe ich halt nur die hier. Da müsste ich die Mavericks mitnehmen. Habe ich irgendwas Sinnvolles in dem Bereich, wo ich dicke Raketen dampffeiern kann? Kann die hier irgendwas mitnehmen? Die Bullpops könnte ich mitnehmen. Ja, komm. Immer die mit den Bullpops stelle ich schon mal vor ein. Die sind ja hoffentlich wohl schwer genug, oder? Ja, locker. Gut. Wer möchte denn da mitkommen? Brooke, möchtest du da mitkommen? Und ist nicht böse gemeint, Leute, ich kann keine Freundschaftsanfragen annehmen. Wenn ich das machen würde, wäre die innerhalb von einer Woche voll. Was? Ach so, scheiße, die sind nicht unguided. Das ist doch... Müssen die unguided sein? Scheiße, die sind an. Ja, hast ja recht. Hast ja recht. Und ich frage mich noch, warum das mit den Mavericks nicht geht. Fällt mir gerade mal so ein. Fuck. Moment, okay, dann... Die sind alle zu klein. Oder? Nee, die sind nicht so... Sind die hier zu klein? Sind die H-War zu klein? Weil die müssen nur über 40 Kilo sein. Das müsste ja gehen. Wie sieht denn das bei denen hier aus? Ja, die sind zu leicht. Habe ich hier irgendwas? Nee. Ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich das Ding mit, ey.
mit den Age war. Gucken wir mal. So, Italien. Nee, das. Das bringt nichts. Sonst niemand. Dann spiele ich den Rötchen nämlich alleine. Ich ziehe das durch. Ich warte jetzt nicht so lange. Ich will diese Aufgabe heute machen. Ich will diese Aufgabe machen. Nee, Hector. So. Amis, USA. Dauert lange meistens, bis man ein Match findet. Diesen Luxus möchte ich mir gerade nicht gönnen. So, ich gehe mit diesem guten Geschütz rein. Der M60A3. Leute, ihr müsst diese Folge gucken. Es ist so traurig, dass keiner diese Folge zu diesem Panzer guckt. Der ist so cool, der macht mir richtig Spaß. Aber die Folge ist so krass abgestunken. Hallo Finn. Ach ja, Amis und die USA, Entschuldigung. Amis und die Sowjets, Entschuldigung. Ich finde diese 25mm Kanone, finde ich so witzig, dass sie halt quasi keinen Lauf hat. So. Ein paar Pünktchen haben wir schon mal. Wie gesagt, ich will ins Flugzeug. Ich weiß nicht, ob das mit den H-Bar klappt, aber wir werden es probieren. So, der platzt jetzt. Nee, tut er nicht. Wahrscheinlich platze ich jetzt. Ich muss einfach Punkte machen, Punkte machen, Punkte machen. Ich muss einfach schnell ins Flugzeug kommen. So, okay, das ist gut. So, Punkte machen. Funktioniert die 25er, glaube ich. Hat halt nicht wirklich Umf durch den kurzen Lauf. Au! Lichtschütze, Turmdrehkranz, na geil. Ich meine Waffenplattform irgendwie verloren. Alter, hat der ein verdammtes Glück gehabt. Dass ich keine Vitals getroffen habe. Na, na, na. Das lassen wir aber mal schön. Da hinten ist auch noch einer. Er hält halt auch was aus, der Gute hier. Nein, den habe ich einfach nicht gesehen. Das ist komisch, Yoshi, weil der M60 war ja mal der Panzer, sag ich mal. Aber du hast schon recht. So, H-Bar. Die müssten zählen. Die müssten eigentlich zählen. Dann kommt eine neue Folge vor. Es ist aktuell nicht geplant. Makoto. Hallo Dominik. Ich mache zwar demnächst mal ein Völkchen zu einem anderen Projekt, aber. Oder zu einem anderen Spiel, besser gesagt. Aber auf Forts habe ich nach wie vor noch keine Lust, leider. Sogar sehr gut, Sonnentornado. So, Konzentration. Ich muss Kills machen. Das ist eine Drohne, die bringt mir nichts. Und das ist so diesig, man sieht schon wieder nicht allzu viel. Ich werde wahrscheinlich eh von einem 2S38 weggeballert. Yes!
Sehr gut, und ich habe sogar noch Raketen übrig. Huhu! Weiß nicht, ob ich jemals einen Kill mit einer Age War gemacht habe. Ich finde die nämlich gar nicht geil. Scheiße. Nix gut. Kann ich nochmal damit rein? Egal. Ich habe einen Kill gemacht. Das ist voll in Ordnung. Wir können nachher dann irgendwie noch was anderes vielleicht aus dem Hut zaubern. Jetzt schaltet man sich die Maus frei. Nicht mehr einfach so tatsächlich. Die gibt es nur noch zum Gaijin-Geburtstag normalerweise. Upp. Alter, ich glaub's hackt, ne? Der ist von meinen Top-Down-Raketen ziemlich unbeeindruckt, das gute Objekt. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Also da glaubst du doch auch nichts mehr. Alter! Aus was besteht dieses Drecksding? Es ist doch lächerlich. Was ist das? Also das halte ich für sehr fragwürdig, was da gerade passiert ist. Die waren gut gezielt. Das kann mir keiner erzählen, dass das Ding nicht am Arsch ist. Also so war, da regt mich das Spiel manchmal. Alter. Da regt mich das Spiel einfach auf bei sowas. Selbst ein T90M wäre tot gewesen. Komm schon, irgendwas muss ich doch noch töten. Geht doch. Alter, die Dinger sind so kaputt. Bisschen was habe ich noch übrig. Den hole ich mir jetzt auch noch. Naja, erster im Team, aber trotzdem. Also, ja, die waren eventuell ein Stückchen zu hoch, aber nicht sehr viel, wenn. Gut. Gut. Aber ich reg mich auch doch so gerne auf. So. Wo haben wir denn vielleicht noch ein großes Raketchen? Und das wird wahrscheinlich auch die letzte Runde sein. Ich werde heute relativ pünktlich Schluss machen. Ich muss nämlich noch duschen. Wie gesagt, Hector, wir wissen nicht, also, wie der Stream-Delay ist. Heute hat der Stream alleine 30 Sekunden gedauert, bis er überhaupt losging. 77 was? Jan? Alles gut, Hector, deswegen sage ich es ja. Aber die Runde hat mich gerade aufgeregt, deswegen bin ich gerade ein bisschen pisst. Nicht gegen euch. Ciao, Käsekuchen.
Jan 77 was? Also 57, egal. Ich würde nur noch gern Frankreich mitfahren. Achso, so 25 vielleicht. Ja, das haben wir vorhin schon mal versucht. Das hat heute nicht so gut geklappt. Aber auch das wäre die Möglichkeit noch. Das wäre noch eine Möglichkeit. Mal kurz bei der Weiwan reingucken. Was kann die denn da mitnehmen? Die Red Angel. Die hier würden auch gehen. Die hier würden nicht gehen. Wollen wir Weiwan vielleicht spielen? Also in Anführungszeichen, also 4-3 Briten. Hat da jemand vielleicht Lust drauf? Da können vor allem wahrscheinlich auch viele Leute mitspielen. Oder irgendwie, oder 5-5-3, irgendwie sowas. Einfach nur die Weiwan mitnehmen. In der 6-3 Amis. Was haben wir bei 6-3 Amis? Habe ich ein 6-3er Deck? Wahrscheinlich nicht. Nee, habe ich nicht. Das ist 6-3. Also wie gesagt, Briten mit der Weiwan finde ich ganz praktisch. 6-3 so rum. Ja gut, die sind alle nicht ausgebaut. Die kann ich vergessen, außer die F2G. Das wäre das Einzige, was ich da hätte. Nur eine Runde Weiwan. Was? Unten steht doch 6-3. Aber 6-3 Amis. Wo steht unten 6-3 Amis? Lol. Ja, Entschuldigung. Oder das? Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ich brauche halt irgendwas, wo ich große Raketen mitnehmen kann. Hier hatte nix, hatten wir gesagt. Genau. Das sind auch 62 Kilo schwere Age Wars. Auch das wäre eine Möglichkeit. Wisst ihr was? Wir machen eine Runde 6-3 Amis. Und jeder, der irgendein 6-3 Deck hat, kann gerne mitkommen. Mir ist das jetzt gerade relativ wurscht. Es dürfen nur nicht zu viele Nationen sein. Dürfen nur nicht zu viele Nationen sein, sonst wird es ein Problem. So, warte mal, hier, die hat doch auch. Nehme ich lieber die hier mit, die hat auch Tiny Tims. Also mag ich die mehr. So, Hector und das ist Corbin. Okay, das Corbin will dann doch nicht mehr. Doch jetzt. Gute Nacht, Brooke. Was hast du verpasst, Fanfahrer? Alles Mögliche. So. Also wir müssen es hinkriegen, dass wir zwei Nationen haben. Drei wird problematisch, aber jetzt Deutschland und USA sollten wir hinkriegen. Vielleicht haben wir noch jemanden, der einen Deutschen spielt oder USA. Also das ist mal eine kleine Dreierrunde. Das ist aber, wie gesagt, auch die letzte. Guck mal, der Nils will noch mit. Der gute Nils. Er hat Deutschland. Vermute ich. Was hat er? Nein, Amerikaner, okay. Hallo, der Dulli übrigens noch. So, und dann bitte den M50 raus, Nils. Aber ich glaube, du baust gerade den Deck noch um, wenn ich es richtig sehe. Und dann macht er alle ready. Den Einsatz hätte ich am liebsten verfasst. Das hört sich aber nicht so gut an, Fanfader. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. So, aber hier, ich nehme schon mal die Tinys. Wobei, ich muss nicht die Tiny Tim. Ich könnte auch die hier nehmen, aber ich nehme trotzdem die Tiny Tim. Die machen mehr Bumm. So, gucken wir mal, wie lang es dauert und wie es passiert. Sagen wir mal, schön war es nicht. Oh je. Das ist nicht so schön zu hören, zu lesen. Also ich würde sagen, wir warten maximal 2 Minuten und dann gucken wir mal. Ach, guck mal, das ging doch schön schnell.
Boah. Ganz gute Map. Wir haben tatsächlich auch Top-Tier bekommen. Das ist sehr schön. Da nehme ich nämlich den T20 und rasiere ein paar Leute. Warum habe ich so viel Munition dabei? Da haben sie wieder. Scheiße, die haben mir was in der Munition rumgeschraubt. Ich Idiot, das habe ich vergessen. Seitdem bin ich nicht mehr gefahren. Nice, jetzt habe ich über 70 Schuss mehr. Das ist ja toll. Naja, gucken wir mal, was passiert. So. Würde jetzt aber ungern irgendwie in den Panther oder sowas reinfahren. Alles okay. Nee, sonst leider nicht. Der Turm wird fliegen. Ja. Scheiße. Ah, warum musste ich auch in das blödest mögliche Fahrzeug reinfahren? Ah. Ja, nicht der letzte Stream. Nächsten Dienstags geht weiter oder vielleicht. Vielleicht streamt ja Seras am Wochenende. Mal gucken, hat er ja gemeint. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich am Wochenende da bin. Kumpel von mir hat sich ein Haus gekauft. Der braucht eventuell Hilfe beim Renovieren. Aber am Samstag werde ich auf jeden Fall rausgeschmissen, weil meine Freundin Geburtstag feiert. Oder bruncht besser mit ihren Freundinnen. Und da wurde. Er ist nicht böse gemeint, ich kann dich jetzt nicht reparieren. Und das bringt übrigens nicht. Der weiß nämlich nichts, weil der weiß eigentlich genau, wo du stehst. Ja, er weiß, wo du stehst, deswegen schieß einfach weiter. Alter, was ist denn hier passiert? So. Oh. Geschützrohr vom Arl. Das war jetzt eher Zufall. Ganz genau gesehen, du Schlingel. Okay, da drüben ist geplatzt. Muss das jetzt sein? Okay, wer drückt als erstes ab, wenn der Rauch weg ist? Okay, du, aber. Du hast schlecht geschossen, deswegen bist du beim nächsten Mal rauskommen tot. Ich hab's dir gesagt. Ja. M36. Einer meiner Lieblingspanzer im Spiel. Wobei ich den ersten sogar noch ein bisschen mehr mag als den B2. Weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich ihn mehr. Schon mal Dankeschön fürs Reparieren. Ist eigentlich eh. Nee, ich habe noch nicht genug Punkte fürs Flugzeug, okay. Okay, hier ist einiges los gerade. In der Mitte. Okay, da war richtig schlecht geschossen. Okay, das ist der Aal wieder. Kommandant Richtschütze. Ah, der wird sich aber auch ärgern. Na gut. Hector kriegt auf die Mütze, da versuche ich mal zu helfen. Muss nur schnell genug an dem Aal vorbei,
Würde ihn umbringen, wenn er guckt. Er guckt gleich, er guckt gleich. Das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem! Hier in der Straße steht der Gegner, der Hector beschießt. Okay, da sind noch mehr. Shit. Aber gut, ich habe ein paar Punkte. Hier ist noch ein Gegner. So, erstmal kurz reparieren. Hallo, Abdix. Eigentlich ganz gut heute. Ist die letzte Runde Abdix, deswegen Seras ist schon weg. Bin ich schon ins Flugzeug? Ich darf nicht zu lange mit dem Flugzeug warten, weil im schlimmsten Fall ist das Gegnerteam da nämlich raus. Hallo Warweasel. Dankeschön. Sehr gut, also jetzt habe ich mehr als genug Punkte und deswegen steige ich auch mal ganz kurz aus. So, Tiny Tims habe ich gehört. Ich kann die nicht. Kann ich jetzt schon mal sagen. Die fliegen so komisch. Mach's gut, Shinson. Aber ich brauche noch ein oder zwei Kills. Ich will diese Aufgabe fertig machen. Hat der einen Ballistik-Computer? Nein, Spaß, aber das wäre jetzt echt hilfreich. Ich brauche einfach was Kleines, am besten Offenes. So. Scheiße, was? Ah, falsche Taste gedrückt. Nein. Oh. Jo. Scheiße. Vergesse immer mal wieder, dass ich letztens meine Steuerung geändert habe bei den Flugzeugen. Hat sich gerade so ein bisschen gerecht. Aber gut, dranbleiben, genau, das ist das Stichwort. Okay. Komm, M36, zeig deine Magic. Okay, der steht in der Senke drin, da kann ich nicht viel machen. Ach man, aber das war gerade so richtig dumm. Okay, was ist mit dem Aal passiert, dass er jetzt tot ist und ich den Kill krieg?
Leute, wenn die Like-Zahl nicht stimmt, quasi müsst ihr den Stream neu laden. YouTube kriegt es leider immer noch nicht hin, dass sie euch die korrekten Like-Zahlen eines Streams anzeigen. Ist immer wieder beeindruckend bei so einem Riesenkonzern. Mach's gut, Nico Grimm. Okay, ich werde eine Runde wahrscheinlich noch dranhängen. Ich werde anscheinend jetzt gerade doch überziehen. Ich muss aber, eine Runde geht noch, aber das werde ich mit 10-0 Sowjets machen. Ich will diese scheiß Raketenkills. Wenn es in der nächsten Runde nicht klappt, muss ich leider den Stream für heute zumachen. Aber mit dem Deck werde ich es nochmal versuchen. Kein Durchschlag. Okay. Genau, da hat YouTube kein Geld. Aber bei Adblockern habe ich auch kein Geld, leider. So. So. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich fahre die Runde jetzt alleine. Ich ziehe das jetzt schnell durch. Ich habe keine Zeit. Was dauert länger? Von 1 bis 5er Line-Up oder von 5 bis 6? Naja, je höher du kommst, desto länger dauert's. Schön, Fanfare. Wenn's doch nur so wäre und die Zuschauer für diese Anzahl auch da wären. Mach's gut, Hector. Ja gut, die Komma-Likes. Komma ist ja Tausenderstelle in Amerika. Alter, was ist denn das für ein Wetter jetzt hier? Es sieht sehr interessant aus. Also Plan, Punkte machen, direkt ins Flugzeug. Hallo, Dosenkeks, Entschuldigung. Das war gerade, ja. Tatsächlich, das, was mir mit am meisten gefällt bei diesem Fahrzeug, ist tatsächlich, dass das so schnell ist. Kanone, ja, geil. Panzerung, total broken teilweise. Aber die Geschwindigkeit finde ich super. Und ich habe eine Wimper im Auge. Aua. Problem ist, die anderen Leute fahren hier wahrscheinlich mit Thermal rum, bei dem ganzen Gestrüpp ist das ein echter Vorteil. Zack! Da hätte sich Seras gefreut, es war aber leider kein Wolfpack. Aber der hat geschallert, das merkt er morgen noch. Ey, oben steht rechts was. Das merkt er auch morgen noch. Theoretisch könnte ich jetzt schon ins Flugzeug, aber wenn ich dann tot bin, dann bin ich tot. Gut, jetzt habe ich gerade im Chat geguckt, aber ich wollte ja eh ins Flugzeug. Bitte, Sonntornado, kein Geld dafür ausgeben, um sich so ein Zeit hier zu kaufen. Das wird nicht gut gehen. Und das kannst du dir wirklich sparen, das Geld. Meinst du in den Fahrzeugvorstellungen diesen 1-Minuten-Bits-Dosenkeks oder was genau meinst du? Also ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich sowas getrennt von den
von den historischen Vorstellungen quasi mache. Ich mache ja eher historische Fakten. Aber ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das Problem ist, in einer Minute kriege ich nicht allzu viel unter. Das heißt, ich kann nur das eine oder das andere machen. Aber diese Idee. Upsi. Ah, falsche Fettfingert, gefettfingert. Diese Idee kam mir auch schon. Nein, jetzt sterben die. Auch Ziele, Ziele, da ist Ziel. Nein, nicht wegfahren. Nein. Okay, Fanfahrer, dann hast du heute ja einen ziemlich ereignisreichen Tag. Ich drücke die Daumen. Wie alt ich bin? Was schätzt du denn? Und jetzt vorsichtig, was du sagst. Also das mit den Raketen wird halt wohl nichts mehr. Ja, aber gut, irgendwie, das ist doch immer so, Rennfahrer, oder? Auch auf normaler Arbeit, wo es nicht um Leben und Tod geht, ist es auch immer so. An einem Tag passiert gar nichts, am anderen wirst du zugeschmissen mit Arbeit. Oder eine Woche wirst du zugeschmissen. So sieht es nämlich momentan bei mir aus. Solange du den Job liebst und gerne machst und das auch hoffentlich noch zukünftig, ist auch alles super. Ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich mache meinen Job tatsächlich vor allem zum Geld verdienen, muss man ganz klar sagen. Ist das eine neue Map? Nee, die Map gibt es schon lange, die kommt Gott sei Dank nicht so oft. Weil die echt nicht so gut ist. Ob ich dieses Jahr in Urlaub fahre? Vermutlich. Ist, also, beziehungsweise, ja, ich fahre auf jeden Fall einmal mit ein paar Freunden in Urlaub. Dann machen wir eine, haben wir uns mal wieder ein Ferienhaus gemietet. Das machen wir eigentlich die letzten Jahre immer. In Nordhessen. Nee, stimmt nicht, nicht Nordhessen. Irgendwo im Vogelsberg, glaube ich. Und irgendwann mit meiner Freundin nochmal. Ja, als Einsatzkraft kann ich mir vorstellen, man sieht es ja leider mittlerweile immer wieder im Fernsehen an Silvester, egal ob es Feuerwehr, Polizei oder Krankenwagen ist. Was die Leute da machen, bescheuert, ey. Jo, das war doch ein toller Abschluss für diesen Stream. Ich werde wahrscheinlich mit nichts mehr rein können. Nein, ist es auch so. Meine Güte, waren da heute Scheißrunden drin. Ich bin froh, dass wir diese Deutschland 3-3-Runde hatten. Die war wirklich gut. Holy moly. Aber so Tage gibt's halt leider. Danke, Dosekeks. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und ja, ich mache mich jetzt unter die Dusche. Ich klebe. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist halt einfach wieder Duschtag quasi. Und ich wünsche dir gute Wehr, Fanfahrer. Komm wieder gut heim und den Rest wünsche ich einen schönen Abend, eine schöne Nacht und wir sehen uns spätestens am Sonntag im Video. Am Samstag für Kanalmitglieder kommt vermutlich das Fail-Video. Das ist diesen Monat sehr spät, aber ich. Hat einfach keine Zeit.
Das werde ich morgen Abend, werde ich das hoffentlich fertig machen können. So, das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.